So, und da sind wir wieder. Hey, Killer. Was? Hey, immer cool bleiben. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Was für ein Geheimnis? Siehst du keine Nachrichten? Und jetzt wieder zu unserem Top-Thema heute Abend. Malcolm Colley, der Besitzer von Colley Motors, wurde heute tot an einem Rastplatz in der Nähe von Mellowmead aufgefunden. Offenbar wurde der großherzige und sozial engagierte Firmengründer brutal und gewaltsam mit einem Stock erschlagen. Unmenschlich roh und ohne jede Gnade. Die Polizei hat eine kriminelle Motorradgang in Gewahrsam genommen, die unter dem Namen die Polecats bekannt ist. Nein. Mit Ausnahme ihres Anführers, der sich immer noch auf der Flucht befindet. Am Highway 9 wurden mehrere Straßensperren aufgestellt und die Polizei verstärkt ihre Suche nach diesem gefährlichen und skrupellosen Kriminellen. Wir sind reingelegt worden. Straßensperren sind scheiße. Ich hätte die Gang nicht hier lassen sollen. Hey, davon will ich überhaupt nichts hören. Du willst mich doch nicht nachträglich zum Mitschuldigen machen. Bleib einfach ruhig, Mann. Hier. Was ist das? Gefälschter FBI-Ausweis. Könnte bei der Straßensperre nützlich sein. Jemals was von Onkel Pete's Nerzfarm gehört? Ich erinnere mich, dass es da an der Straße mal so eine Art Wieselzucht oder sowas gegeben hat. Den Highway 9 runter, auf der anderen Seite von diesen verdammten Straßensperren. Da habe ich immer günstig Nerzfleisch gekauft, um es an Schulküchen fürs Mittagessen zu verkaufen. Diese Sache hat sich echt gelohnt. Also, nimmst du mich mit? Was, wenn sie hinten reinsehen und mein Bike finden? Es ist vergraben. In konzentriertem Dünger. Vertrau mir, niemand gräbt in diesem Dreck rum. Also, du wirst im Motorraum mitfahren. Im Motorraum? Hey, da drin schmuggle ich immer mein Zeug und das meiste davon ist weit mehr wert als du. Also, schieb deine Knochen rein, dann sind wir morgen früh bei dieser Nerzfarm. Ich hoffe, du kannst mit einer Gangschaltung besser umgehen als mit dem Messer. Ja, ja. Toll, riecht so, als hätte er ein Benzinleck. Ich liebe Motorbrände. Tut mir leid, Sir, ab hier nur noch für Polizeifahrzeuge. Ich gehöre zum FBI, Kollege. Prüfen Sie es nach. Hä? Und was tun Sie hier? Geheime landwirtschaftliche Untergrundoperation. Was haben Sie geladen? Dünger. In Ordnung, fahren Sie durch. Ich hoffe, ihr kriegt euren Mann. Probleme mit dem Truck? Loser Schlauch, nichts Besonderes. Ich hab deine Maschine schon rausgeholt. Steht da drüben. War nett, dich kennenzulernen. Muss wieder los, weißt du? Oh oh. Er hatte ein Benzinleck. Und zum Reparieren hat er meine Benzinleitung genommen. Dafür bringe ich diesen Trucker um. Gleich sofort umbringen. Ja, genau. Unterm Kopfkissen. Das könnte ich nicht aufbrechen. Ein Schlauch, den ich für mein Bike brauchen kann. Ich denke, Mo stört's nicht, wenn ich mir das mal leihe. Mo?
Booster-Sprit geklaut. Warum haut sie vor mir ab? Sie denkt wohl, die ganze Welt ist gegen sie. Ich glaube, ich weiß, wie das... Jetzt reicht's. Er ist tot. Dieses Schild. Das bedeutet, ich bin im Kingfish-Territorium. Interessantes Bike. Ach toll. Jetzt ist er zwar tot, aber wir brauchen wieder einen neuen Weg. Diese Ladung ist wertlos. Wir haben uns ausgetrickst, Brüder. Zurück zur Höhle. Sieht ziemlich verlassen aus. Vielleicht hatte der Boss Unrecht und sie kommt doch nicht her. Sie kommt schon. Wir waren nur schneller als sie. Das heißt, wir können nur abwarten und Tee trinken. Tja, das waren sie alle. Den hält jetzt nicht mehr viel hoch. Ich komme nicht dran. Alter, ich bin ein richtiges Genius. Was für eine Sauerei. Ich laufe nicht. Soll ich jetzt nochmal zurückfahren? Sieh nur, wie er läuft. Ah, Käfisch. Ich bin so doof. Die hätten, glaube ich, Dings ausrutschen sollen. Vater Thor. Hab dich nicht mehr gesehen, seit du von den Polecats weg bist. Hey Ben, was macht meine Gang? Ja, das
Das ist eine lange Geschichte. Kennst du einen Weg um die Poyahoga-Schlucht? Um sie herum? Die ist viele Kilometer lang mehr. Wo ist das Problem? Hast du was gegen die Brücke? Die ist explodiert. Oh, schade, das habe ich verpasst. Naja, du könntest ja springen, so wie Ricky Myron. Die Käfisch lag an seiner Rampe in ihrem Versteck. Was machst du hier draußen? Weißt du, der Ruhestand ist ziemlich beschissen, Ben. Also dachte ich, ich komme mal wieder zur Old Mine Road und suche nach etwas Ärger. Du willst hier kämpfen? Dafür ist die Old Mine Road doch da, Junge. Father Talk, ich brauche deine Hilfe. Die Gang ist im Gefängnis und die Bullen? Ben, ich bin jetzt nicht mehr der Anführer der Polecats. Sondern du. Siehst du denn nicht, ich bin im Dauerurlaub. Irgendwelche Tipps für den Kampftalk? Oh Ben, wer ist härter als du? Niemand, aber diese Rottweiler sind hässlicher. Sie sind auch nicht besonders hell. Ich bin sicher, du kriegst das schon hin. Die Vulture sind schnell und sehr durchgeknallt. Die Kerle mit diesen Boostern sind schwer zu erwischen. Denk immer daran, Ben, es geht nicht um die Muskeln. Es geht um das Timing. Was ist mit diesem Käfisch los, Mann? Pass auf, Ben. Die sind hier draußen nicht zum Spaß. Sie entführen große Trucks. Das ist Bestandteil ihres Glaubens. Komm ihnen nicht in die Quere. Das sind blinde, kaltblütige Killer. Können die Käfisch fahren, wenn sie blind sind? Naja, sie sind ja nur deshalb blind, weil sie diese Spezialbrillen tragen, um ihre empfindlichen Höhlenaugen zu schützen. In diesen Brillen sind Spezialsensoren. Die registrieren die Punkte auf der Straße und größere Dinge der Umgebung. Damit orientieren sie sich. Ganz schön bekloppt, was? Ist das Versteck der Käfisch genau? Das muss irgendwo an dieser Straße sein. Der Eingang ist völlig unsichtbar, solange du nicht so eine verrückte Käfischbrille trägst. Wirklich, ich muss jetzt weiter, Ben. Zu viele Wanzen gegessen. Nun, dann mach's gut, Vater. Mach sie fertig, Polecat. So, jetzt sollen mir erstmal hier die Typen da folgen. Nochmal. Sieh nur, wie er läuft. Das war Nestors Schuld. Steigt schnell rein, ich habe einen Plan.
Wir werden diese Korlegöre aus ihrem Versteck locken. Mit einem Motorrad. Boss, sie hat doch schon eins. Ja, aber an diesem hat sie mit ihrem Vater gearbeitet. Ist so eine emotionale Sache. Versucht nicht, das zu verstehen. Jetzt beeilt euch. Achso, okay, gut, hier geht's dann weiter um die Brücke, aber wir fahren jetzt wieder zurück. Weil diese Catfish-Dinger, davon brauchen wir ja die Brille oder so. Ich fasse nichts an, das keine Räder hat. Total hinüber. Ich fasse nichts an, das keine Räder hat. Total hinüber. Total hinüber. Den fasse ich nicht mehr. Den fasse ich nicht mehr an. Total hinüber. Total hinüber. Okay. Können wir da erstmal alles aufnehmen? Der Schuppen ist abgeschlossen. Okay. Die vierte rechts sind wir ja, glaube ich, schon abgefahren wegen dem alten. Ne, ah ne, links war das. Shit. Vielleicht nehme ich mir ein bisschen. Oder wir müssen jetzt gehen. Thank you.
Sind das immer wieder dieselben? Was war das denn jetzt gerade? Ich glaube, ich komme immer zu nah an den Dingern da, ne? Shit. Ja, schon wieder. Okay, gut, bei ihm gab's nichts. Schon wieder derselbe? Totschläger. Da ist noch einer. Sag mal, ist das nicht ein zulassungswidriger Spezialtreibstoff-Rückstoßbooster der Zerstörerklasse? Ja! Das ist einer!
Warum? Tada! Okay, also die Strecke fahre ich immer wieder. Boah, die alte Kettenbegierin, Alter. Wie soll ich das denn schon? Okay, also für die komischen Catfish-Dinger brauche ich was Längeres. Vielleicht der das Holzstück? Was ist los? Leinehose? Da drin sollten noch ein paar Boots übrig sein. Okay. Ne, warte mal, oder ich mach den blind. Ich glaube, ich mach den blind. Okay, ne. Ich darf nicht nah rankommen. Merkwürdig, merkwürdig. Da. Verlängerung. Ah, der wirft was ab. Ah, okay, der wirft irgendwas ab. Das ist ja die alte hier mit Kettensäge, ne? Das gibt's nicht. Zwei Hits. Kann ihn nicht abschlagen. Komisch.
der eine hier wieder. Warte mal, ich schlag drauf und dann kommt ein Motoröl irgendwie raus. So, das ist ja die mit der Kettensäge. Wie kann ich die denn am besten zerstören? Du willst noch mehr? Jetzt wollen wir dich mal fällen und deine Ringe zählen. Ach, das gibt's. Wie kann ich sie denn... Vielleicht mit den mit der Stange bestimmt. Oh nee, nicht der schon wieder. Komm, dann mach ich lieber den eigenen Unfall. So, warte mal. Du willst ja noch mehr? Wie kann ich so schlagen? Oh. Stupid. Den muss doch jetzt irgendwie runterhauen. Nein, 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 nein. Schade. Grüne Suppe ab. Wieder da? Gut. Okay, die nimmt. So, er jetzt.
jetzt. Nice. Ja, ich leg die erstmal lieber ab. Aber ich mach hier jetzt eine Unterbrechung.